Hallo und herzlich willkommen zum Mutant MK47 Guide. Wir machen wie immer die Budget-Variante, die Go-To-Variante und die Meta-Variante wieder mit Liste, damit ihr die Teile seht zum Nachbauen und so weiter und so fort. Bei der Gelegenheit erinnert mich daran, dass wir auch die zweitbeste Waffe des Kalibers mal reinhauen müssen als Video, nämlich die AK-103. Will ich unbedingt machen, notfalls erinnert mich bitte daran. Und ja, bei der Gelegenheit können wir eigentlich auch die AKM mal reinhauen. Die ist auch überfällig. Eigentlich auch die AK-74, die haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Oh, das ist ein anderes Kaliber, warte mal, da müssen wir auch für die HK aktualisieren. Warte mal, was ist mit der MDR? Die MDRs müssen wir auch noch machen? Das ist einiges. Die MK47 Mutant bekommen wir auf dem Flea Market nicht günstiger als beim Händler. Händlerpreis momentan 104.709 Rubel. Manchmal findet man sie etwas günstiger, allerdings muss man hier darauf achten, dass die Haltbarkeit voll ist, also beim Händler 100er Haltbarkeit. Gebraucht eventuell viel niedriger. Warum ist das wichtig? Weil ab dem nächsten Patch unter 90% Haltbarkeit die Waffen jammen können, ab 90% nicht mehr. Jetzt gerade am Tag der Aufnahme ist es noch so, dass sie immer jammen können, egal was die Haltbarkeit macht, aber ab dem nächsten großen Patch wird sie eben ab 90% nicht mehr jammen. Überhitzen ja, jammen nein, und deswegen behalte das im Hinterkopf für die Zukunft. Wenn wir die Waffe jetzt zweimal gekauft haben, dann bauen wir sie natürlich auch zweimal aus. Und zwar einmal als Budget-Variante und einmal als Meta. Und wir machen aber auch die Version dazwischen. Und zwar hat die Waffe bei den Grundwerten einen Ergonomiewert von 67,5 und einen Recoil-Wert von 107. Für die Budget-Variante nehmen wir jetzt zuerst mal hinten den Schaft ab und schauen uns an, was übrig bleibt. Und zwar das CMMM-Stock. Und dieser Stock hier ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn ihr aber den Händler freigeschaltet habt und Zugriff habt auf den Advanced Tube, dann macht den jetzt auf jeden Fall dran. Der ist the way to go. Ist günstig, wenn ihr den Händler frei habt. Ansonsten ist das Ding erstmal nicht bezahlbar, solltet ihr weglassen. Für die Budget-Variante machen wir jetzt einen MOE-Stock dran. Welche Farbe spielt überhaupt keine Rolle. Wir nehmen den Giftgrün, machen einen Gummistecker dran hinten und haben jetzt schon mal den Schaft erledigt. Der Griff bleibt wie er ist, das Magazin bleibt wie es ist und vorne legen wir eine Schiene an und machen den Preis-Leistungs-Sieger-Vordergriff dran und das ist natürlich der RVG, da geht nichts drüber und nichts drunter. Den Gasblock können wir nicht ändern, weil es da nur einen gibt, also gehen wir weiter zum Muscle Break und nehmen hier das Blast Mitigation Device. Dieses Blast Mitigation Device kann durch zwei Komponenten erweitert werden und zwar durch das Blast Mitigation Device außen herum. So haben wir ein Blast in Blast und in dieses Blast in Blast Mitigation Device kommt das Lantec Dragon und so haben wir diese Dreier-Kombo und reduzieren dadurch den Recoil auf 58 und das ist unser Zielwert, 58 Recoil bei 73 Ergo. Je nach Wahl würde ich euch natürlich noch ein Laser an der Seite dringend empfehlen, zum Beispiel das X400, aber das ist jedem selbst überlassen, ob eins dran machen will und welches. Und natürlich oben das Rotpunktvisier oder Scope, je nachdem was ihr haben möchtet, auch das ist eurer Wahl überlassen. Deswegen in dieser Zusammenfassung erstmal ohne Rotpunkt. Bedenkt der Referenzwert des Recoils, also der beste Recoil-Wert, den wir kriegen können für die MK47 Meta-Variante ist 51. Das heißt, wir sind momentan mit der Budget-Variante nur 7 Punkte über dem Recoil-Wert. Kommen wir jetzt zu der Go-To-Variante und derer gibt es zwei. Wir bleiben bei dieser Variante erstmal, also die Kurzlauf-Variante. Es gibt einen Kurzlauf, einen Langlauf. Das ist alles im günstigen Bereich ist Kurzlauf. In dem Kurzlaufbereich ändern wir jetzt hinten den Schaft in das PRS-3. Und hier ist wichtig, dass wir das schwarze PRS nehmen. Es gibt zwei verschiedene. Das PRS-3 kriegen wir beim Händler, ist also entsprechend viel, viel günstiger. Den Griff lassen wir so, weil wir erstmal keinen Recoil-Boost brauchen. Allerdings setzen wir vorne den RK2-Griff dran, um unseren Recoil-Wert nochmal zu verbessern. Und ja, here we go. Also Schaft verändert, Pistolengriff gelassen wegen dem Ergo-Wert und Recoil-Wert reduziert. Wir kommen jetzt auf Recoil 53 bei 55 Ergo. Das ist eine richtig schöne CQB-Waffe. Mein way to go. Die zweite Go-To-Variante beschreibt dieselbe Waffe mit Schalldämpfern. Und zwar gibt es eigentlich nur eine Option, die wir dran machen können. Wir machen erstmal den T-Lock-Adapter dran. Und auf diesen T-Lock-Adapter können wir das SRD-Schalldämpfersystem dran machen. Warum System? Weil zwischen dem T-Lock und dem Schalldämpfer noch dieses Sig-Sauer Two-Port-Break-Muscle-Break reinpasst. Und nur dadurch kriegen wir eine Recoil-Reduzierung. Jetzt haben wir sozusagen die günstige Variante mit dem
sagen wir, Preis-Leistungs-Sieger für die Waffe, was den Schalldämpfer angeht. Dadurch, dass wir jetzt den Recoil-Wert durch den Schalldämpfer so stark reduzieren, dass er auf 36,5 runtergeht, kann man sich jetzt überlegen, den Pistolengriff auszutauschen gegen den Ergo-Pistolengriff. Also der beste Pistolengriff hier ist der Gral. Da wird natürlich jetzt immer teurer und teurer. Allerdings pushen wir damit den Ergo-Wert wieder auf 41,5 und hätten dann die schallgedämpfte Go-To-Variante. Und last but not least kommen wir zur Meta-Variante. Für die Meta-Variante müssen wir tatsächlich nochmal den Lauf verändern. Das heißt, wir machen den Griff ab, hier kommt alles ab, der Schalldämpfer muss leider runter und wir ersetzen den Lauf durch den langen 409er Lauf. So, dadurch, dass er den Gasblock rausgenommen hat, müssen wir jetzt wieder einen neuen reinmachen. Wir müssen auch wieder die Schiene dran machen. Beziehungsweise nein, die Schiene müssen wir nicht dran machen. Wir müssen jetzt das Handguard erstmal ändern. Und zwar kommt hier das Meta-Handguard dran. Und das ist das AR-10 Lancer-Handguard. Da erkennt man daran, dass es so ein bisschen carbonfarbig ist. Hier machen wir jetzt wieder die Schiene dran. Und tatsächlich ist the way to go bei dieser Variante nicht der RK2-Griff, sondern was hier am liebsten gespielt wird, ist der Shift-Grip. Kann man natürlich auch bei den anderen Varianten machen. Dadurch wird der Ergo-Wert nochmal sehr, sehr gut gepusht. Vorne können wir jetzt die Dreier-Kombo nicht mehr drauf machen. Wir könnten jetzt wieder unsere günstige Schalldämpfer, günstig ist relativ, ist immer noch recht teuer, aber relativ günstige Schalldämpfer. Aber wir sind ja in der Meta-Variante und Meta bedeutet Best in Class. Das heißt, wir nehmen natürlich auch das Device, was am besten ist. Und das ist unser Ultra 5 Thunder Beast. Damit reduzieren wir unseren Wert sozusagen maximal. Besser geht's nicht. Um jetzt auf den niedrigsten Recoil-Wert zu kommen, machen wir einmal den RK2-Griff dran und wir sehen jetzt den niedrigsten Wert mit 51 Recoil bei 34 Ergo. Das ist nicht die Meta-Variante. Das ist zwar Lowest Recoil, niedriger geht es nicht, aber dadurch, dass dieser Ergo-Wert jetzt so stark reduziert ist, wird die Waffe so in der Regel kaum gespielt. Das ist natürlich euch selber überlassen, wenn ihr mit dem Ergo-Wert klarkommt, super. Aber in der Regel wird hier der Shift-Grip angepasst. Und wir haben das Ganze dann erhöht auf 46,5 Ergo bei 55 Recoil. Und das ist tatsächlich die momentane Meta. Sämtliche Versionen, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr natürlich frei kombinieren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir hier auch den MOE-Schaft dran machen oder die Farbe wechseln oder den Pistolengriff dran lassen oder. Das bleibt euch überlassen. Allerdings sind das so die vier gängigen Typen. Eine Sache ist jetzt aber noch wichtig und zwar das Rotpunktvisier. Bedenkt bitte Folgendes. Wenn ihr einen Schalldämpfer vorne dran habt, reduziert ihr vorne die Rauchentwicklung. Das heißt, in dem Fall spiele ich persönlich sehr, sehr gerne das XPS 3.0. Gerade auch für weitere Schüsse, das Rotpunkt ist so, so scharf, dass man auch schöne Potshots auf Entfernungen setzen kann. Wenn es ein bisschen mehr zur Sache geht, mache ich persönlich momentan sehr, sehr gerne das FF3 drauf. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Allerdings ist das so flach, dass wir dafür den Embers runternehmen müssen, dass wir auch schön drüber gucken können. Alternativ können wir natürlich auch sagen, dass wir das Ganze erhöhen und dann wiederum unsere FF-WB-Kombo drauf machen mit dem FF3 und den Embers wieder dran. Wozu ist Embers? Der Embers erhöht die Waffe im Ergo-Wert, also wir gewinnen einen Ergo-Punkt, deswegen ist dieses Embers so interessant und das Ganze sitzt höher. Also hier ist es sozusagen eine Sache für Ergo, aber sobald wir keinen Schalldämpfer drauf haben, sondern irgendein Muscle Break vorne, zum Beispiel unser Dreier-Kombo, ist die Raucherentwicklung vorne so stark, dass wir tatsächlich aufpassen müssen, dass wir nichts mehr sehen. Und in dem Fall wird dringend empfohlen, die Erhöhung zu nehmen, weil wir dadurch etwas über den Rauch drüber schauen und dadurch eine wesentlich bessere Sicht haben. Also diese minimale Erhöhung bringt sehr, sehr viel. Also meine Empfehlung, sobald ihr ohne Schalldämpfer spielt und einen Rotpunkt drauf machen möchtet, macht diese Erhöhung drauf, dass das Rotpunktvisier etwas höher sitzt. Vielleicht noch ein Wort zu meinem bevorzugten Loadout mit dieser Waffe und zwar spiele ich sehr gerne das Sordins. Ich liebe diese Kopfhörer mit dem Ulach-Helm, dazu die Brille immer und momentan sehr, sehr geiles Teil für so eine Anführungszeichen Budget, weiß ich nicht wirklich Budget, aber es passt super zusammen, finde ich, ist die Defender 2. Sie ist in der 5er Armor-Klasse, eine meiner Lieblingsrüstungen momentan mit 70 Armor-Punkten und wenig Malus, was die Drehung und Ergonomie angeht und das Ganze kombiniere ich gerne
mit dieser MK47-Version, also mit der Go-To-Variante, in Unschall gedämpft sozusagen. Das heißt, hier spare ich mir den normalen Griff. Ich mache hinten den PRS 3 dran, XPS 3.0 vorne als Rotpunktvisier, Dreier-Kombo und den RK2-Griff für reduzierten Recoil. Damit komme ich auf 53 Recoil bei 52 Ergo. Es ist eine tolle Waffe, traumhaft, sehr, 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 sehr stark. Ich verzichte sozusagen auf die Meta, indem ich auf gar nichts verzichte eigentlich, ja. Die Waffe ist einfach super, so wie sie ist. Das ist meine persönliche Meta und ich finde es absolut klasse. In der Regel spiele ich das Ganze dann mit 4 Magazinen, einen kleinen Rucksack und ja, 120 Ersatzschuss, aber das ist sicherlich jedem selbst überlassen, wie er das macht. So sieht meine Go-To-Variante dann am Ende aus. Wirklich schönes Teil, liegt gut in der Hand. Das ist einfach ein kleiner Traum, ein Träumchen und sehr, 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 sehr angenehm zum Spielen. Lay down your weapons and give up. Wenn ihr so eine ganzen Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, schreibt mich an über Discord, Instagram, reagiere ich sehr, sehr schnell. Ansonsten hier die letzten Videos zu M4 und wie gesagt, ich versuche das AK-103 Video als nächstes rauszuhauen. Erinnert mich notfalls daran. Ich sag schon mal Tschüss und auf Wiedersehen, bleibt sauber und gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.